herzlich willkommen zu unserer neuen Serie, zur Lavana Garten. Ja, ich bereite mich jetzt auf unseren ersten Besuch vor. Und zwar brauchen wir unbedingt solche Schilder, die man in die Beete reinmacht, wo wir dann auch drauf schreiben, was gesät wurde, damit wir das später wissen, sonst sind wir alle durcheinander. Ja, dafür habe ich eben so Quarkbecher gesammelt und die werde ich jetzt einfach mal zerschneiden. Ihr könnt da mal kurz zuschauen. So ein Dreieck und schon kann man das da reinmachen. Ich habe jetzt schon mal eine ganze Weile, eine ganze Menge gemacht. Die liegen hier auf dem Tisch und danach werden wir die also in den Beeten verwenden, um die Beete zu kennzeichnen. Ja, und was wir noch brauchen, zeige ich euch jetzt gleich. Ich habe hier drin so eine Hacke, die ist recht praktisch zum Auflockern der Erde. Dann habe ich drin ganz süße Handschuhe. Und zwar sind das jetzt spezielle dünne Gartenhandschuhe. Ich ziehe mal einen an, mit dem man dann auch ganz viel fühlt. Ja? Und ich finde das richtig toll. Die sind wirklich dünn und man weiß genau, man fühlt einfach. Und das ist also wichtig. Also Handschuhe, da habe ich nochmal Handschuhe. Die sind auch ganz toll. Und hier noch so eine Hacke. Ja, die braucht man natürlich auch. Also so eine Hacke. So, das kommt jetzt wieder rein. Hacke und was weiß ich. Ich weiß noch gar nicht, wie das heißt. Aber ihr seht es jetzt schon. Die Handschuhe kommen rein. Dann habe ich hier noch für die Gießkanne so einen Aufsatz. Denn ab und zu sollen wir schon gießen. Aber es hat auch geheißen, wenn man am Acker was pflanzt, dass dann die Pflanzen ganz lange Wurzeln bekommen und dass sich aus der Erde heraus ernähren. Also man braucht an einem Acker jetzt gar nicht so sehr zu gießen. Diese Arbeit entfällt eigentlich, bloß man muss den Boden immer so schön auflockern. Dann regelt es die Natur selbst, ja. Aber jetzt, wenn man neu gepflanzt hat, dann nimmt man eben so von der Gießkanne das hier und ja. Das tut dann den Pflanzen gut, aber ansonsten muss man nicht gießen. Trick 17. Ja, und dann eben auch noch diese ganzen Plastikschilder, die ich ja extra gerade eben gemacht habe. Ihr habt es gesehen. Da schreiben wir dann noch drauf, wie gesagt, was im Beet wächst. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf und ihr dürft natürlich dabei sein. Ja, und dann habe ich hier noch was. Schaut mal, das ist das Eingangsschild zu unserem Garten. Ich freue mich so da drauf. Habe ich selber gemacht und das werden wir nachher aufstellen. Und ja, ihr erkennt es. Es ist bunt, es sind Schmetterlinge. Schmetterlinge deswegen, weil wir ja auch die Naturwesen einladen möchten. Also das ist, werdet ihr dann immer sehen, wenn die Serie beginnt. Und ich freue mich riesig auf euch. Bis gleich. Tschüss.